Hallo und herzlich willkommen wieder bei Neulich im Garten.de/Blog. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es wieder um Getreideanbau. Hier wollen wir hin. Getreide aus eigenem Anbau im Hobbygarten. Da wollen wir hin. Das Feld hinter mir habe ich vorbereitet, habe ich einen Film drüber gemacht. Hier ist der Link. Jetzt geht es um die Aussaat. Ich habe gelesen, je später im Jahr ist, umso höher die Aussaatstärke. Normalerweise 450, kann aber auch bis an die 500 hochgehen pro Quadratmeter, 500 Korn. Jetzt bleibt mir ja ohne chemische Pflanzen oder Unkrautvernichtung ja nichts anderes übrig, in Reihen zu säen. Also es gibt ja Leute, die sagen, ich soll das dahin streuen, das Unkraut wird dann überwuchern, das macht keinen Sinn. Reihenabstand wird sein ungefähr wie die Hacke hier, 15 cm, damit ich da noch zwischen kann, eventuell auch mit der Radhacke, da ist der Link zum Film. So stelle ich mir das vor. Das sind 6,5 Reihen auf dem Meter. Mit dabei wieder meine Saatmaschine. Die werde ich dieses Jahr nicht so tief einstellen. Weil im letzten Jahr hatte ich eine Saattiefe, die war viel zu tief meines Erachtens nach. Das waren irgendwie 4 cm. In diesem Jahr wird es weniger sein. Das geht jetzt mit einer Hand nicht. Man kann das hier so runterschieben, diesen ganzen Mechanismus. So, ich habe das jetzt mal auf die Schnelle gemacht. Das ist ein Abstand von 2,5 cm. Man kann das gut sehen. Also 2,5 cm Tiefe wird die Saat sein. Als Lochgröße wähle ich, um das zu erreichen, 8,5 auf dieser Lochscheibe. Wie man das Ganze einstellt und ausprobiert, hier ist der Link zum Film. Eine Sache noch erwähnt. Das ist eigenes Saatgut, also Getreide, was ich im letzten Jahr geerntet habe. Ich habe mir kein neues gekauft. Ich hoffe mal, die Lagerbedingungen bei diesem Saatgut waren so, wie sie sein sollen. Normalerweise kommt ein gewisser Aufschlag bei der Saatgutmenge dazu, dass die Minderkeimfähigkeit ausgeglichen wird. Ich denke mal, so genau kann ich keiner Laus in den Hintergucken. Und jetzt ran an die Arbeit. Rein damit! Für die Fachleute unter den Zuschauern, das müsste die Sorte Tarsos sein, auch geeignet für den Bioanbau, weil die sehr robust sein soll. Also so eine Maschine ist eine enorme Hilfe. Im ersten Jahr habe ich das per Hand gemacht. Das ist was für Blöde. Auch jetzt gilt wieder darauf zu gucken, dass der nicht verstopft. Eben war er schon einmal verstopft, da weiß man nie, wie weit man schon gesät hat. Nach jeder Reihe genau kontrollieren, ob der Auswurfschacht noch offen ist. Im letzten Jahr war nämlich die Aussaattiefe tiefer. Also habe ich gut die doppelte Tiefe genommen. Und da hat sich hier dieser Auswurfschacht, da wo das Getreide letztendlich rausfällt in die Saatrille, die hat sich immer wieder zugesetzt. Das ist eine ziemlich dumme Angelegenheit. Jetzt mal im Ernst, gibt es eine schönere Variante, sein täglich Brot zu verdienen, als mit seiner eigenen Hände Arbeit? Hier, das ist das wahre Leben. Hier in der Natur, mit Handarbeit, das macht Spaß. Ich sehe es schon vor mir, das wogende Weizenfeld. Aber in meinen Filmen können Sie ja zumindest ein bisschen live dabei sein. Kann man sich über das Elend hinwegtrösten, wenn man jeden Morgen zur Arbeit fahren muss. Ich weiß, ich bin ein Arsch, wenn ich sowas sage. Tagwerk vollbracht. In wenigen Monaten wird hier ein wogendes Weizenfeld stehen. Überall Weizen. Das wird eine tolle Sache. Ich muss nur noch das Backen lernen, aber das ist eine andere Frage. Wir werfen mal kurz einen Blick drauf, was ich hier geleistet habe. Aus der Nähe kann man ganz klar sehen, die Fahrspuren von der Maschine. Und weiter ist das auch in Ordnung. Kann ich mit leben. Jetzt noch ein bisschen Regen und dann geht's los. Das war insofern auch die erste Freilandaussaat. Jetzt gilt's warten. Das wird. Gut, wer mehr wissen will,
jede Menge interessanter Sachen. Enten, Bienen, Hühner, Kaninchen, Selbstversorgung, Riesengarten, alles, was damit zusammenhängt. Neulich im garten.de/blog, YouTube-Kanal RR Hase, da gibt's das am laufenden Band, wenn eine Familie versucht, ein bisschen intensiver zu leben. Da unten ist so ein Knopf, da steht drauf, mag ich, drauf drücken. Da sind auch Filme von mir, wie das ganze Spiel später bei der Ernte aussehen will oder im letzten Jahr ausgesehen hat. Und da der Link zum Abonnieren. Nicht vergessen. Bis dann. Tschüss.